Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen im Es regnet aus Eimern Fallout 4. Licht? Wo kommt das Licht her? Egal. Wir werden heute, wie versprochen, diesen Dungeon hier besuchen. Und wir machen das auch sofort. Hui, denn wir müssen Raider ausmerzen, killen, wegtun, entsorgen. Denn die greifen arme Siedler an. Und das können wir nicht zulassen. Es dürfen nur unsere aus Nuka World das Commonwealth terrorisieren. Alle anderen können sterben gehen. So. Ganz einfach und unkompliziert. Licht. Was haben wir denn da? Ja, da ist schon wieder was. Ist eh logisch. Wie soll es noch anders sein? Hier haben wir glatt was. Was? Ding Dong? Da ist auch noch eine drin. Jo, nach wie vor immer dasselbe. Sag bloß, da muss da drüben schon was scannen. Schau, was haben wir denn da? Da ist nichts mehr. Von der anderen Seite festgekettet. Die Schweine, wenn es dann aufmachst, rausgehst, bumm, ne? Dreckschweine, echt. Boom. Okay. Brauchst du keine Angst haben, Eda. Alles gut mit der Powerrüstung da. Geht's uns gut. Wir husten da herum, bitte. Ich sollte mal die Waffe wechseln. Ich werde die mal nachladen. Und dann wechseln wir mal die Waffe, weil viel Munition haben wir da nicht mehr. Und die Waffe brauche ich auf jeden Fall, um Gegner wegzuhauen, die wirklich weiter weg sind. Unbegrenzt Magazinkapazität. Das hört sich doch mal supi an, oder? Wir haben, wie viel? 580 Schuss? Oh, wird wohl reichen fürs Erste. Wenn das unbegrenzt ist, ich bin echt gespannt, dann darf das ja gar nicht weniger werden, oder? Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Das nehmen wir alles mit. Alles gehört uns. Den Wischmopp nehmen wir auch mit. Wenn ich jetzt was vergesse, was haben wir denn da? Entsperren, ja gern. Ja? Was wird denn eigentlich entsperrt? Ich habe keine Ahnung. Bibi. 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 Natürlich nichts. Was soll denn hier entsperrt werden? Wenn es eine Tür ist, will ich sie vorher gern knacken probieren. Oh, es könnte auch dieser Roboter hier sein. Hallo! Du Saufiech. Hey. Da ist noch so ein Saufiech. Nein, ich glaube, wir verlieren schon Munition, ne? Naja, wenigstens 500 Schuss. Das ist ja auch schon mal was. Da. Hätte ja gereicht. Wow, da war was Legendäres. Ich habe es gerade nicht gelesen. Irgendwas Legendäres schon wieder. Angewöhnen, zuerst ballern, dann lesen. Also looten, meine ich. Ja, den Werkzeugkoffer, den entsperren wir gleich. Ja, oder auch nicht. So, ja. Ja. Perfekt. Bam, bam. Warte kurz. Wow, einmal zu weit. Ja. So. Ja, das wird schon der Roboter sein. So. Nein. Nein. Fuck. Was? Du Kackding. Oh, da haben wir noch einen Ventilator. Voll vergessen. Ich habe sie verloren, aber ich bin doch hier, Schnucki.
jetzt wieder. So ein Kack. Cool. Jawohl, endlich. Protektron-Steuerung. Jawohl. Einheit aktivieren. Passt. Personaldingens, Standard, U-Bahn-Begleitung vielleicht, ha? Huh? Oh, sowas doch mal. Vielleicht geht er jetzt hier mit uns. Dann haben wir noch mehr Feuerkraft. Sehr was. Hallo Bürger, bitte zeigen Sie Ihre U-Bahn-Marke vor. Ich glaube, Sie sind entkommen. Diese Protektrons. So, wohin zuerst? Was? Hallo, hallo. Eda. Da haben wir wieder schönes Klo. Oh, da ist nix. Okay, war. Wow. Wirklich nichts. Nur Komma Josef ist hier. Aber die Kiste, wie habe ich jetzt die Kiste übersehen? Frag mich, das, ja. Ich kann es mir gerade selber nicht erklären. Kachanga. Nimm alles mit. Ja, siehe, wo, wer? Ich? Da, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich, du Kerl. Jo, der hat sich noch schnell den goldenen Schuss verpasst. Ich weiß nicht, ob ich das Barfutter essen möchte, wenn das da drin. Boah. Wenn man das. Mir graust es gerade, Entschuldigung. Ja. Ach ja. Oh. Das hat Bumm gemacht, ich verstehe schon wieder. Du schaust auch verdächtig aus, bist aber scheinbar nichts, ne? Ja. Und da unten sollen Raider sein. Irgendwo wahrscheinlich. Ah, da schießt schon jemand. So, was haben wir da? Das. Das? Die hier? Das? Wie? Hat da oben noch ein Wort? Na, da ist einer. Boom! Weg ist er. Ich mag die Waffe. Ah nein, ich habe zu viel gelootet. Entschuldigung. Zu viel gelootet, der nervöse Finger. Der war schuld an dem Dilemma. Lala, lala, lala. Wer du? Wie der schnurren kann, ha? Huh? Was? Wo? Wer? Wie kommt man denn da hin? Hm, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall mal die Tür da aufmachen kriegen. Kann man die so schmieren? Nein. So. Ich will die offen haben, bitte. Ach komm. Du Kackding. Haben wir hier irgendwas? Nein. Ist auch so ein Terminal. Na toll. Das hätte ich fast übersehen. Nochmal. Alle guten Dinge sind 20. Fangen wir mal von der Seite an, oder? Durch. Jawohl. Eine Protektorsteuerung schon wieder. Aktivieren von mir aus. Persönlichkeit, würde ich sagen. Erste Hilfe.
Boah. Tschüss. Hallo. Und was haben wir dann da drüben? Aufknacken. Nein. Wenn wir da aufsperren. Nein. Nein. Niemals nicht. Nein. Ach, das ist echt... Heute ist nicht mein Tag, was das betrifft. Nichts Glück haben. Gut, kein verschimmeltes Essen. Schade. Dann schauen wir halt hier mal kurz durch, ne? Dab, dab. Da ist ja auch nichts drin. Da ist sowieso nichts. Eine Schüssel, die nehmen wir gerne mit. Dankbar. Ein Labortisch. Man braucht einen Labortisch in der Küche. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Edda, stell dir vor, ein Labortisch in der Küche. Bram im Schädel. Ja. Okay. Edda, noch ein Stück. Danke. Servus. Bitte entsperren. Und zwar flottigst. Ich fange mal von da drüben wieder an. Mann, null Glück. Aber null. Ich will da rein. Geht schon wieder. Ja. Ja, endlich. Ja, bitte öffnen. Passt. Mann, wird doch Zeit. Halt, leg nicht rum. So, Chat und das und mehr ist halt nicht. Nope, mehr ist nicht. No, no. So, wohin? Zuerst hier runter. Stopp. Muss so sein, aber da geht nichts weiter. Hoi, Rekka. Jetzt gehörst du, blöder Wichser. Bitte, was sind denn das schon wieder für Manieren? Keine Manieren, diese Bagage. Ja, das hat super geholfen. Na du, weiter zu weiter ran. Aber nicht so, schau. Wie... Geht ja. So. Baum. Eine Ödlampe. Geht das auch? Na, musst du alles mitnehmen, ne? Entschuldigung, falsche Taste schon wieder. Eta hat einen fahren gelassen. Schäm dich, Mädchen, schäm dich. Schäm dich. War da hinten noch was? Da irgendwas? Nö. Da können schon wieder haufenweise Fallen sein. Das wird sich wieder super eignen für sowas. Oh, der Weide schaut sicher aus. Niemand! Tschüssi! Geht gar nicht mal schlecht, oder? Schinder. Ein Schinder. Hallo, hallo. Du hast überhaupt keine Manieren. Aber überhaupt keine. Super. Wische da mal was? Jetzt haben wir es erwischt. Jawohl. Jawohl. Yeah.
Danke, Edda. Wohin zuerst? Da gibt es viele Treppen. Yeah, Mr. Handy Treibstoff. Was? Ich glaube, das war Edda. Da geht's auch rein? Na toll. Das scheint aber eher zum Schläfchen machen gedacht zu sein. Servus. Bäm. Aber die macht ordentlich Damage, die Waffe. Ich mag die Waffe. Von mir aus können wir das Gewehr noch mitnehmen. Was? War was? Das ist groß hier. Das ist sehr groß hier. Stopp. Nichts mit Stopp. Bombe. Oh. Oh. Hallo. Servus. Kannst du? Edda, netter. Ich will auch mal was haben. So, ja. Ja. So. Oh, Entschuldigung. Wieder nicht gelesen. Wieder was Besonderes bekommen. Bekommen tun der nervöse Finger. Der böse, nervöse Finger. Immer dasselbe mit dem Kerl. Jemand hier? Nö, ne? Aber hier hätten wir was. Okay. Die hatten, glaube ich, Angst vor denen. Ist aber nur eine Vermutung. Ach so? Ich merke gerade nichts. Haha, Zocki, das ist nicht lustig. Oh, Entschuldigung. Dann lache ich eben alleine. So, dann ist sie ja noch zugekettet, ne, irgendwo. Juhu, verschimmeltes Essen, mei, wie schön. Hat man schon lange nicht mehr. Bömpchen oder so war jetzt hier nicht, ne? Na. So. Das tun wir auch entsperren. Na sicher. Ja, freilich. Aha, weiter nach oben. So vielleicht. Jawohl. Geschafft. So, Zementsackel. Jo. Und das war's. Nachladen. Zack. Jawohl. Ich glaube, das sollte eigentlich nur unendliche Munitionskapazität heißen. Danke, Edda. Und nicht mehr. Aha.
Da kann man rauf. Okay. Was? Jawohl. Des Wächters. Metallrüstung, linkes Bein. Reduziert den Schaden beim Stehen. Beim Stehen. Und sich nicht bewegen um 15%. Ah, das wäre perfekt für mich. Da hat es einen Raider dahin gerafft. Ja, ja. Manchmal läuft es halt blöde, ne? Gut so. Manchmal läuft es blöde. Können wir bitte weitergehen? Ich möchte hier ja. Alter, ich hab's mir gerade gedacht. Bitte können wir weitergehen. Ich hab's mir gerade gedacht. Verkehrt, ne? Entschuldigung, Edda. Wir müssen noch kurz darauf. Jawohl, da geht's dann halt raus. Alles gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, da haben wir noch nicht alles sauber gemacht. So, tap, 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 schnell durchsprinten. Nochmal, sobald sie ready ist wieder. So, ja. Tada, und schon sind wir da. Denn da drüben waren wir jetzt noch nicht. So. Eine Babyrassel. Genau. Wow, wir sind überladen. Da. Herzchen. Schallgedämpft, gehärtet und panzerbrechend. Automatisch Sturmgewehr. Was zum Teufel? Eiskalt Gehstock. 20% Chance, der Gegner einzufrieren, wenn du seinen Angriff blockst. Cool. Eine Kaffeetasse. Ich wollte wahrscheinlich gerade einen Kaffee holen. Boah, der wäre jetzt aber auch fein, so ein Kaffee. So ein Kaffee. Ja, bitte. Ich schleppe schon, ich schwitze schon vor lauter Schleppen. So. So, das kannst du mal alles haben. Nein, das aber. Das kannst du auch mal haben. Das auch und das auch. So, dann natürlich das. Dann haben wir noch Schrott. Den gebe ich hier mal alles komplett. Ich glaube, brauche ich gar nicht. Sind wir, glaube ich, eh schon fertig hier. Aber soll sie nochmal schleppen. Da. Immer schön nehmen das Zeug. So. Bekommen, wollte ich sagen. Immer schön nehmen, halten, tragen, wie auch immer. So. Da liegt einer verwurzelt. Oh, den haben wir schon gelootet. Wow. Ich bin ja schon schneller, als ich bis 3 zählen kann. Mal schauen, Daddy Birly. Ein Sieb, ein Chat, ja. Damit die besser einschlafen können, ne? Ist eh klar. Da. So. Wieso haben die Raider allesamt Spielzeug da? Finden die das lustig? Wahrscheinlich, ne? Aber die haben sowieso einen Clasher, also von dem her kann man eh nicht recht sagen oder deuten, was die wirklich im Sinn haben. So, da hinten ist nichts versteckt, denke ich mal. Nein. Das heißt, wir sind hier offiziell fertig. Hallo? Passt, wir können abhauen. Perfekt. Nix wie durch. Dam-di-li-li-l, dam-di-da-dam. Na komm, Austauer. Oi, Rika. Ja, tun wir schon nicht. So, huch. So. Und gleich sind wir draußen. Tschüss, Sikowski. Sehr gut. Jetzt gehen wir Bericht erstatten und dann gehen wir gleich das nächste an. So, die nächste Quest. Aber mit den Siedlern werde ich mal ein bisschen warten wieder.
und werde eine andere Quest versuchen. So. Da können wir uns, glaube ich, schon porten, ne? Also. Wir müssen Bericht erstatten auf der Finch-Farm. Die Finch-Farm. Die Farm für Finch. So. Na los. Perfekt. Chefchen. Wir sind fertig. Scheint hier wirklich was zu werden. Na, das wollte ich gerade nicht. Abraham. Herr Finch. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja, ich will gerade reden mit dir. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Super. Gut, das heißt zu Preston zurück eigentlich, ne? Jawohl, zu Preston. Na dann, zurück nochmal hier. Wow, wir haben bald wieder Level Up. Oh, wie mich das freuen tut. Ist das schön, ist das fein. Herrlich. So, wahrscheinlich gibt uns gleich wieder eine neue Siedlerquest. Nicht nur wahrscheinlich, sondern mit großer Sicherheit. Aber wir werden derweil die Siedler mal lassen. Jetzt haben wir eh schon zwei Parts Siedler gemacht. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns eine andere an. Jo. Ein bisschen Abwechslung. So. Wenn wir schon mal was da kann sind. Sie pfeift, Kleiner. Gib mir alles, was du hast. Lassen Sie nichts nützlich. Ab ins Hauptlager damit. Ja, Sanctuary Hills ist eigentlich sowas wie ein Hauptlager, ne? So, das sollten wir eigentlich auch mal wieder weiterbauen, ne? Wir sollten so viel bauen tun. So, schön ein bisschen langsam. So. Dann Kleidung. Das, das und das. Und du auch. So, Hilfsmittelchen. Können wir eigentlich weg, 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 weg. Die Kartoffelchips. Der Wurz. Kakerlakenfleisch tun wir mal weg. Verschimmeltes Essen. Das Blut. Und die Zuckerbümpchen. Haben wir noch irgendwas? Diverses, Munition. Irgendwie sind wir noch schwer, ne? Mischlingshund. Suppe, Meierlockkuchen, Mutantenhundekeulen. Na, die sind eigentlich schon fertig, ne? Wir könnten auch wieder mal was saufen und trinken und machen und tun. Ja. Na, ist eigentlich viel besser, wird's dabei nicht. Press, turn, wo du sein. Wieder da hinten? Jupp. Hallo, Mama Murphy. Hallo, Preston. Das hier wird besser funktionieren, wenn wir nicht miteinander reden. Ja, ja, halt die Kusch. Ich habe die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Dankeschön. Schöner Tag. Jo. Wir werden jetzt aber... Nanu, wo ist die Quest? Da. Entführung bei Kindergrippe Greentop. Entführung schon wieder. Nein, die machen wir später. Wir werden jetzt einmal eine andere Quest versuchen. Sei du mal weg. Nehme ein Landhaus an der Küste zum Beispiel, würde sich anbieten. Die verschollene Patrouille, das wäre auch mal eine Geschichte. Höre dir Ritter Estlins Holoband an.
Astlins. Estlins. Ich glaube so, ne? Estlins. Halt, falscher Knopf. Radio. Ah, das Holoband war's. Ich Idiot. Warte. Das war dann hier, ne? Die Verses. Ritter der Tafelrunde. Ritter, Holoband, leitender Ingenieur. Diese Rezepte kann man sich anhören? Ah nein, das sind Bücher. Das ist ja kein Holoband. Ja, sag einmal. Ritter, da haben wir's. Ritter Tara Aslan, Stählerne Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Ei. Da waren wir doch schon, ne? Die Bruderschaft von der Entdeckung berichten. Okay. Das heißt... Habe ich ja gerade. Schlachtfeld-Holoband an. Was für ein Schlachtfeld-Holoband? Schlachtfeld-Holoband. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Der ist runter auf 5%. Wir müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Estlin, Selbstzerstörung aktivieren. Ferris, zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung. So viel zur Bewegung. So viel zu Bewegung. Nicht gut. So, und jetzt, Satellitenstation. Und Bruderschaft, ne? Dann gehen wir zuerst zur Bruderschaft, gehen wir das Bescheid geben und dann gehen wir zur Satellitenstation. Oh, oh, oh. Das hört sich gar nicht gut an. Oh je, oh je, oh je. Ach, übrigens, ich habe ganz vergessen zu erzählen, bei uns schneit es, bei uns schneit es, bei uns ist Schnee. Die ganze Wiese ist weiß. Aber noch nicht so schlimm. Ich glaube, das werden, was werden es sein, 2 Zentimeter oder so. Schnee, aber es schneit. Wenn man rausschaut, merke ich schon, wie mir die Zehen einfrieren anfangen. Ja. Ja, ich bin nicht besonders kälterobust. Dabei, wenn wir schon mal da sind... Servus. Wenn wir schon mal da sind, können wir doch dem einen Kerl diese technischen Dokumente mal abgeben, oder? Wenn ich ihn anfinde, heißt. So, da unten drunten. Hallo, Typ. Warte kurz, Ritter. Lass mich eine Sache klarstellen. Als Mitglied der Bruderschaft unterstehst du meinem Befehl. Wenn du meinen Respekt willst, musst du ihn dir verdienen. Wenn ich dir eine Mission zuweise, erwarte ich Ergebnisse. Ist das klar? Ei, Captain. Deine Befehle? Beschäftigt. Ja. Befehle des Ältesten. Naja, voll und ja. Gut. Ich möchte, dass du einen Rückholeinsatz leitest. Die Bruderschaft behält das Commonwealth bereits eine Weile im Auge, seit wir von der Bedrohung durch die Synth erfahren haben. Wir haben schon mehrere Erkundungsteams entsandt. Paladin Dances Trupp war bei weitem nicht der erste. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Das wird er sein. Rettungsmission. Ungeduldig, tut mir leid. Das ist das Risiko. Rettungsmission? Eine Rettungsmission? Natürlich nicht. Wir haben weder die Ressourcen noch das Personal für eine solche Suche. Erkundungsteams im Feld müssen sich auf ihre Fähigkeiten und ihre Ausbildung verlassen können. Sie kennen die Risiken. Aber wir gedenken derer in Ehren, die im Dienst ihr Leben lassen.
Dein Befehl lautet, nach dem vermissten Erkundungsteam zu suchen und ihre Ausrüstung zurückzubringen. Melde dich bei mir, wenn du Ergebnisse hast. Verstanden? Ja, weil ihr Trotteln ja nichts zustande bekommt. Wo anfangen? 3 Jahre. Ja, nicht wichtig. Wo anfangen? Ihr Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Morden. Durchkämme den Bereich. Vielleicht findest du dort ja eine Spur. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Suche nach einem Signal. Dann solltest du den Ursprung finden können. Das wäre alles, Ritter. Wegtreten. Dich? Wegtreten? Gern. Wo ist eigentlich dieser... Wo war dieser Wissenschaftler-Typ? Sekundäre Deltas auf Abruf. Wo war dieser... Dieser eine Typ, war der nicht hier irgendwo? Warte, ich schau mal. Oh, Entschuldigung, das war falsch. Da gab's doch diesen einen Kerl, der so gerne bestimmte Dokumente möchte, haben, tun möchte. Ich muss mal kurz nachschauen. Vielleicht kann ich ja die Quest anklicken. Das wäre mir besonders, besonders lieb. Ja. Servus. Ich gehe mal ein Stück nach oben. Ich glaube, da wird das sicher nicht. Wenn, dann wohl eher irgendwie ganz oben. Abstandssensoren grün. Echo von 3 Sekunden. Ah, warte kurz. So, warte kurz. Weil wir eben hier sind, ne? Mass Fusion. Geteilt. Das ist sicher sonstiges, oder? Da. Technische Dokumente. Da haben wir sie schon. So, das tue ich mal kurz weg. Die verschollene Dingens. Okay, oh. Ja, lol. Ich hätte nur rauf... Ich bin doof, ich weiß. Ich hätte nur raufgehen brauchen. Ich war mir nicht mehr sicher. Aber wo soll man sonst hin? Draußen gibt es ja nichts. Außer frische Luft. Ja. Achtung! Bravo 6-4 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 6-4 zu Rüstungsbucht 2. Ja, ich bin auch gleich Bravo. Hallo, Herr Professor. Wir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Nein, wo kann ich suchen? Bei Patrouille helfen? Nein, ich habe Dokumente, ich habe technische Dokumente für dich. Ah, gut. Mir geht langsam das Forschungsmaterial aus. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Wow. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Ja, ich weiß, nur meine Taschen sind immer zu klein. Könntest du mir was erfinden, womit ich unendlich Taschen habe? Ein Rollstuhl, ja. Wenn ich so weitermache, könnte ich auch mal einen brauchen. Gut. Das zu dem. Hä, der hat noch was für uns? Ich diene seit Jahren. Eine Quest? Proktor. Warum? Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Dokumente? Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Ich habe keine Zeit für... Entschuldigung, ich weiß nicht, warum der gerade... Ach so, weil er mehr haben will. Die Quest ist unendlich, also okay. Entschuldigung, ich war gerade... Ich muss das überprüfen. Ich war gerade... Ja. Verschollene Patrouille. Und da unten, das kommt... Na komm. Das kommt mal weg. So. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt gehen wir runter. Warst und raus. Und der Part ist auch zu Ende. Boah, das war echt nicht schlecht verdient, oder? Das war jetzt echt super. Also ich freue mich. Das war jetzt wirklich, wirklich schön. Und das Tolle ist, wir bekommen auch bald Level Up. Das freue ich mich am meisten, weil ich muss wieder Ausdauer skillen. Was? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Die verschwundene Patrouille. Wo sollen wir denn da... Weißt du was? Wir bleiben da herum. Wir bleiben da heroben, genießen die Aussicht. Schau, ich stelle mich sogar extra daher. Bei dem nebeligen Wetter. Ach, wie schön. Schön finster und dunkel. Wie es dann sein soll.
Perfekt. Mit der Aussicht hier beenden wir den heutigen Part. So ungefähr. Und im nächsten gehen wir dann eben diese verschollene Patrouille suchen, sofern sie noch existiert. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!